Meine lieben Ödländer-Freunde da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit unseren aktuellen Aufgaben hier in Dead City. Aber ich will noch mal eben kurz einmal mich hier niederlassen und mal eben die Gefährten ein bisschen wieder aufleveln. Denn, also mir geht's gut, aber den anderen nicht so. Deswegen wollen wir ein bisschen Fleisch braten. So. Haben wir das erledigt? Ah, nee, warte mal. Mal einen Schluck Kaffee trinken. So, dann sind wir auch nicht mehr überladen. Dann hauen wir hier jetzt ab. Wenn wir den Ausgang finden. Und dann müssen wir zurück zur Plündererbasis und Väterchen Frost abgeben. Denn das war ja unsere Aufgabe vom letzten Mal. So. Plündererbasis ist hier vorne. Wir machen wieder schön schnell speichern zwischendurch. Für den Fall, dass was schief läuft. Aber ich denke, wir kommen da heile an. So. Guten Tag, Männer. So, den Ort hat mir ja letztes Mal freigeschaltet. Das heißt, wir können uns hier jetzt auch richtig gut bewegen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wer hier unser Auftraggeber war. War er das? Der grauhaarige Mann, der dich für einen Stalker hielt, sitzt an seinem gewohnten Platz und trinkt langsam ein weiteres Glas schales Bier. Wegen des Koffers, den ich für dich finden sollte. Ja, hier ist er. Der Mann sieht sich den kleinen Koffer, den du gefunden hast, sorgfältig an. Genau, das ist es. Es sieht genauso aus wie in den alten Zeitschriften. Warte kurz, ich hole dir schnell das Geld. Hier bitte, 1000 Rubel für deine Umstände. In Ordnung? Okay, guck mal, 360 Erfahrungspunkte. Deal, jetzt zeig mir das Geld. Großartig. Da bin ich echt froh, dass du dich als ein so kooperativer Kerl herausgestellt hast. Der Mann lächelt, als er dir das Geld überreicht und dir den seltsamen Koffer abnimmt. Er versteckt das Ding unterm Tisch. Gut, Lust auf eine kleine Unterhaltung? Charisma, ich bin ein guter Zuhörer. Was liegt denn an? Verrätst du mir deinen Namen? Natürlich, ich heiße Valentin, aber mich nennt jeder nur Valja. Valja Satanowski. Freut mich, dich kennenzulernen, Genosse Satanowski. Irgendwelche interessanten Geschichten. Ein Mann, den ich traf, brachte mich aus irgendeinem Grund dazu, noch einmal über den Dyatlov-Pass-Vorfall nachzudenken. Was für ein mysteriöser Vorfall das damals war. Es geschah bereits 1959. Eine Gruppe junger, gesunder, erfahrener Wanderer wurde auf einer Reise in den Nordural-Tod aufgefunden. Sogar heute noch erscheint mir ihr Tod seltsam, aber damals war es in der ganzen Sowjetunion in aller Munde. Warum sind sie ums Leben gekommen und wie? Jeder hat dazu eine eigene Version, aber willst du meine hören? Ich glaube, die Schneemänner haben sie gekriegt. Haben sie direkt während dem Schneesturm aus ihren Zeltern gerissen? Eine uralte Rasse mörderischer Albino-Gorillenmänner hat damals in dieser schicksalhaften Nacht zugeschlagen und wir haben uns nie dafür gerecht. Ja. Gut, ich gehe dann mal. Okidoki. Vorarbeiter. Konnte man hier nicht irgendwo auch was kaufen? Warte mal kurz. Das war der Typ mit dem Passwort, ne? Okay, wir müssen wieder zur Haltestelle. Dann gehen wir mal weiter. Oh, was nu? Plötzlich steht ihr der Detective gegenüber, den Kurdes, der inoffizielle Anführer der Stalker, gebeten hat, den Fall der Blutspechtmorde zu lösen. Der Mann sieht angespannt, wenn nicht gar verängstigt aus. Da bist du ja. Gut, dass ich nicht allzu lange nach dir suchen musste.
Kommen wir lieber zur Sache. Was ist passiert? Jerky. Jerky ist tot. Erinnerst du dich an ihn? Er war derjenige, der das vorige Opfer gefunden hat. Und jetzt ist er tot. Die Hinweise deuten alle darauf hin, dass es der Blutspecht war. Oh nein. Wann ist der Mord passiert? Ist nicht allzu lange her. Vielleicht nur ein paar Stunden. Irgendwelche Verdächtigen? Der Detective blickt zur Seite. Wie immer sind alles, was wir haben, nur Vermutungen. Würde es dir etwas ausmachen, diese Vermutungen mit mir zu teilen? Ich denke, dass unser Blutspecht einen Komplizen hat. Ich weiß, dass jeder herummeckert, weil ich so lange mit diesem Fall brauche, aber lass dir eines sagen. Niemand kann mir auf so lange Zeit dauerhaft entkommen und trotzdem so wenig Hinweise hinterlassen. Es sei denn, er hat mit einem Partner gearbeitet. Gut erkannt, das habe ich auch schon gedacht. Stimmt, oder? Auch wenn ich immer dachte, dass der Blutspecht alleine agiert. Was, wenn er Freunde hat und nicht Komplizen? Darüber muss ich ausführlicher nachdenken, ja. Und derjenige, der die Leiche gefunden hat, ist der okay? Die Person, die die Leiche gefunden hat, war eigentlich ich. Aber wage es nicht, Anschuldigung zu erheben. Ich verfolge ihn, weil er ein Verdächtiger war, verstehst du? Dann habe ich ihn für eine halbe Stunde aus den Augen verloren und dann ist es passiert. Und was hast du während dieser halben Stunde gemacht, hm? Mir fiel ein offener Koffer auf und ich wollte nachsehen, was sich darin befindet. Was ist damit? Glaubst du, Kurz bezahlt mich? Er wird nur für das Ergebnis bezahlen. Verdammt, wo war die Leiche? Im alten Kaufhaus. Anscheinend wollte der arme dumme Jerky einen Spaziergang durch die Stadt machen, aber genau dort wartete der Blutspecht auf ihn. Dabei haben ihm alle gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, alleine loszugehen. Und was jetzt? Ich rief die Jungs und wir schleppten die Leiche zurück zur U-Bahn-Station und ich glaube, dass ich alles Nennenswerte gesehen habe, was am Tatort war. Aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen. Ich möchte, dass du eine Runde durch das alte Kaufhaus drehst. Vielleicht findest du etwas, das ich übersehen habe. Daran habe ich meine Zweifel, aber ich kann es ja mal versuchen. Was hast du am Tatort gefunden? Nicht viel. Blut, ein Fußabdruck vom alten Standard Militärstiefeln, die meisten Stalker tragen. Andere Dinge rund um den Ort waren im Grunde genommen Abfall. Aber hey, die ganze Stadt besteht doch aus Müll. Welcher Müll allerdings für den Fall nützlich ist, ist ziemlich schwer zu erkennen. Jerky wurde gefoltert und hat jetzt ein Loch im Kopf, wette ich. Stimmt, genau. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, war, dass der Blutstech diesmal ziemlich schnell gearbeitet hat. Jerkys Körper hat weniger Folterspuren als vorherige Opfer. Jemand könnte den Mörder verschreckt haben. Was gedenkst du jetzt zu tun? Der Mann zuckt mit den Schultern. Ich werde in der Leichenhalle über Details nachdenken. Vielleicht komme ich irgendwie zu einem Fazit. Das werden wir ja sehen. Ich könnte behilflich sein. Sieh dir einfach das alte Kaufhaus an, okay? Es ist hier. Der Ermittler zeigt dir ein bestimmtes Gebäude auf deiner Karte und du verstaust sie wieder in deiner Tasche. Viel Glück. Ich untersuche inzwischen die Leiche nochmal. Okay. Gut, das ändert natürlich meinen Plan. Eigentlich wollte ich ja... Eigentlich wollte ich ja zurück zur Station. Warte mal. Ich glaube, wir sehen uns das Kaufhaus mal eben an. Ich glaube, das wird einfacher sein, da jetzt hinzukommen. Ich muss nur den Ausgang finden. So, dann geht unsere Reise jetzt direkt weiter. So. Achso, wir müssen erstmal hier raus, ne? Ja. Gut, machen wir hier direkt eine Schnellspeicherung. Für den Fall der Fälle. Und dann gucken wir uns das Kaufhaus dann an. Ich muss nur mal eben... Oha, das ist da ganz unten. Na gut. Machen wir. Warum auch nicht? Oh oh. Schnell rein. Und ich höre schon wieder Strahlung. Das ist eindeutig das Blut des Opfers. Sehen wir mal, wohin diese Fußspuren führen.
Hier hat jemand Fußspuren hinterlassen. Ich bezweifle, dass die Ziegel die Mordwaffe sind. Es befindet sich kein Blut darauf. Ich bezweifle, dass der Mörder dem Opfer die Uhr über den Kopf gezogen hat. Interessant, interessant. Hier, Stiefel. Gewöhnliche Stiefel. Vielleicht hat der Mörder sie zurückgelassen. Sehen wir mal, wohin die Fußspuren führen. Auf den Flaschen ist kein Blut. Ich muss weitersuchen. Handelsübliche Zigarettenstummel. Moment mal, eine davon ist dünn und eine riecht nach Minze. Okay, das musst du unbedingt dem Detective zeigen. Questlog wurde aktualisiert. Okay. Boah! Fettes Gewitter, ey. Voll erschrocken habe ich mich gerade. Okay, hier waren wir schon, ne? Ja. Okay. Dann lasst uns schnell abhauen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der Regen gut oder schlecht ist für uns. Okay, Spiel wurde gespeichert. Mal gucken. Wir müssten zur Haltestelle. Warte mal. Okay, wir versuchen es mal, wenn wir hier lang gehen. Vielleicht haben wir Glück. Und kommen da heile an. Du wurdest vom Banditen aus der Stadt in einen Hinterhalt gelockt. Versuchen zu entkommen. Danke. Alten Schweinebacken. Oh, Vergiftung. Aber warum? Warum bin ich denn jetzt vergiftet? Ich habe doch gar nichts gemacht. Warte mal. Mal im Gucken. Habe ich was gegen Gift? Ja. Banditen. Ihr könnt mich mal. Haha. Boah, ich habe gerade Gänsehaut. Heftig. Boah, ist das laut. Holy shit. Die Sirene ist aus. Könnte ein gutes Zeichen sein. Aber hier sind ganz schön viele Gegner. Eieieiei. Okay, Glück gehabt. Kein Schaden genommen. Boah, sind das viele, ey. Scheiße. Wo kommen die alle her?
Mist, nicht getroffen. Okay. Nicht gut. Okay, wir müssen gleich heilen. So. Okay. Okay, Hexogen hat keine Heilung mehr. Das ist doof. Dann müssen wir mal eben helfen. Und eine Waffe hat er auch nicht, warum auch immer. Neun Millimeter. Okay. Fünf fünfundvierzig. Warte mal. Revolver. Neun Millimeter. Gut, die gehen wir rüber. Zehn Stück. So. Und so. Ja. So. Mal sehen, ob das jetzt hilft. Ah, die gehen immer alle auf ein, ne? Die alten Schweine. So. Wir sind umzingelt, verdammte Scheiße. Eieieiei. Aber warum Hexogen jetzt mit der Hand haut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihm Waffen gegeben. Verstehe ich nicht so ganz. Oh oh. Nicht gut. Okay. Hexogen wurde getötet. Wir laden nochmal neu. Wir gehen nochmal zurück. Das ist mal richtig mies.
Ja, wir müssen nochmal zum Kaufhaus. Macht aber nichts. Wir wissen ja jetzt, wonach wir suchen. Und dann gehen wir vom Kaufhaus woanders lang. So, die Zigarettenstummel, die waren hier irgendwo, ne? Ja, so. Questlog wurde aktualisiert. Ja. So, wir laufen jetzt von der Plündererbasis. Ist, glaube ich, einfacher. So. Okay. So, gehen wir hier direkt runter. Und dann versuchen wir den Weg hier links zu laufen. So, mal gucken, sind die alle soweit fit? Millimeter 76 Schrot Shishaks Waffe. Ich habe für ihn irgendwie nicht so die perfekte Muni, so wie das aussieht. Scharfschützengewehr. Naja. Okay, da muss viel wieder ein bisschen was abgeben hier. So. Okay. Zack. So, jetzt sind wir wieder im Untergrund. Jetzt muss ich mal eben den Weg suchen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Weil der andere Weg war noch versperrt. So wie der hier. Ja. So. Du siehst eine Handelskarawane. Möchtest du... Ja, möchte ich. Mal eben gucken, was er so anzubieten hat. Eventuell können wir da nochmal ein bisschen Munition einkaufen. Und anderes Gedöns. Ah, der steht direkt hier vorne. Das ist gut. Ist er das? Nee. Nee. Vor dir steht ein untersetzter Mann, gekleidet in eine Vorkriegslederjacke. Er schlürft mit den Füßen und fragt dich mit leiser, gedämpfter Stimme. Hey, Stalker, willst du handeln? Ja, möchte ich. Ich möchte handeln. Der hat sogar Geld. Guck mal hier, das Gift, das kaufe ich. Die Munition kaufe ich auch. Heilung, ja. Ja. TT-Pistole. 30er Patronen. Ja. Ja, mehr, ja, okay, komm. Wir nehmen das auch. Das nehmen wir auch. Sonst noch was? Nee, ne? Ey, der Rest ist eher uninteressant. Leere Flasche kriegt er. Dann kriegt er die Dosen. Ja, warte. Warte. Ein Seil kann er haben. Ich behalte immer lieber eins, falls wir nochmal irgendwo runterklettern müssen. Brecheisen kann er haben. Wasser behalte ich, wegen Gift.
Das kann er haben, das kann er haben, das. Schutzanzug auf gar keinen Fall. Metallschrott, ja. Und das Messer kann er haben. So. Wie sieht es hier bei den anderen aus? Lasst uns mal schauen. Ja. Diese Rotzmesser, die kann er haben. Okay, Hexogen, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was Gutes? Den Helm kann er haben. Ja. Ach hier, den Rucksack. Den brauche ich ja nicht mehr. Kann er auch haben. So. Und dann einmal das. Zack. Und dann passt das. Super. Haben wir wieder ein bisschen eingekauft. Munition und so weiter und so fort. Jetzt muss ich nur wieder den Ausgang finden. Wo geht's denn hier raus? Da hinten. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Okay, wir müssen weiter nach unten. Oh, Ratten. Aber wir haben Glück. So. Warte mal. Wir gehen, glaube ich, hier lang. Müsste der bessere Weg sein. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, wir sind hungrig. Du wirst Zeuge, wie ein Haufen Stalker von Ratten angefallen wird. Nein, wir gehen weiter. Die schaffen das ohne mich. Ratten sind jetzt ja nicht so schlimm. So. La 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 la. Okay, warte mal kurz. Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, wir müssen hier lang. Okay, warte, warte, warte. Ich finde gerade den Eingang nicht. Wo war denn das? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Warte mal, warte mal, warte mal.
Hier war der. Ich müsste eigentlich hier lang. So. Mal eben gucken, wo wir jetzt sind. Ja, okay, wir sind falsch. Ich habe es gecheckt. Wir müssen zur anderen Haltestelle. Da war ich nicht auf Zack. Wir müssen einfach hier weiter hoch. Und wir sind vergiftet. Kacke. Muss ich mein Gift schon wieder benutzen? Und mal eben was essen. Warte mal. Kondensmilch. Lecker. Ah, okay, komm, wir laufen erstmal weiter. Ah, jetzt müssen wir kämpfen. Kacke. Huch. Ach, guck mal, jetzt kann er auf einmal nachladen. Blöd, Mann, ey. Och, das gibt's doch nicht. Freunde, wir haben kein Glück heute. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich will doch nur nach Hause. So, gleich da. Sehr gut. Hui, 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 hui. So. Jetzt müssen wir wieder zum Detective. Ich weiß jetzt nur nicht, wo er gerade rumrennt. Aber wir werden ihn finden. Er wollte ja, glaube ich, in die Leichenhalle zurück, ne? Mal gucken. Ja, hier auf jeden Fall nicht. Und hier auch nicht. Okay, wir gehen mal hier hoch. So, ich glaube, die war ganz am Anfang, ne? Beim Eingang irgendwo.
Okay, hier auf jeden Fall nicht. Das ist aber auch immer schwierig zu finden. Warte mal. Hier war der Eingang. Okay. Hier war er. Ich finde die Leichen alle nicht mehr. Doch, hier. Hier. Okay. Von da. Okay. So. Zack. Ja, genau. Du schaust dir den Ermittler an, der den Blutspechtfall untersucht. Er tut das, was er immer tut. Er steht einfach nur da mit offenem Mund, glasigen Augen und murmelt etwas vor sich hin. Es scheint, als ob dieser Privatdetektiv noch nicht auf die Idee gekommen ist, wie der flüchtige Verbrecher zu denken. Als er dich bemerkt, richtet er seinen Blick auf dich und nickt. Ich hoffe, du hast den Laden aufgesucht. Viel Zeit ist seit dem letzten Mord vergangen. Ja, ich war dort. Der einzige Hinweis, den du übersehen hast, ist dieser Zigarettenstummel. Den kleinen Zigarettenstummel herzeigen. Der Detective untersucht den Stummel, während er sich dabei am Kinn kratzt. Ziemlich selten. Nur ein Mann in dieser Haltestelle raucht solche Siggis. Ich denke, ich habe bereits mit diesem Typen gesprochen. Er raucht dünne Mentholzigaretten. Du redest von Fancy Pants, richtig? Ja, das ist er. Aber er ist gerade nicht in der Haltestelle. Verdammt nochmal. Ich bin rausgegangen, um frische Luft zu schnappen und habe ihn weggehen sehen. Verdammt nochmal. Ich hatte damals keinen Grund, ihn aufzuhalten. Was sollen wir tun? Einfach auf ihn warten? Nein, nein, lass mich kurz etwas nachdenken. Der Detective beginnt, seinen Kopf zu massieren. Sein Blick ist völlig auf einen Punkt fixiert und er flüstert leise etwas vor sich hin. Schlussendlich wendet er sich an dich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich erinnere mich, dass er in der Nähe des Eingangs zum Laden ging, bevor er aufgebrochen ist. Er ging nicht hinein, aber er sprach mit einem heruntergekommenen Stalker namens Motte. Dieser Typ ist immer in der Nähe. Vielleicht weiß er ja, wo Fancy Pants ist. Bitte sprich mit ihm und ich werde dich dabei unterstützen. Okay. Lass uns gehen. Ich glaube, wir sind der Lösung dieses Falls schon ziemlich nahe. Das will ich auch hoffen. Okay, Freunde, wir haben neue Hinweise. Wir haben wieder eine neue Aufgabe. Wir machen kurz ein kleines Päuschen und sehen uns bald mit einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wünsche euch einen zauberhaften Tag. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.